Ja, Robert, wir sind jetzt da gerade im Außenbereich von der Finca. Ich habe euch ja zum Mastermind-Treffen eingeladen, wie jedes halbe Jahr. Und wir sind eigentlich auf eine ganz eine coole Idee gekommen, dass wir das, was wir hier in der Finca in wirklich großem Stile jetzt so machen, mit ganz vielen erfolgreichen Internetunternehmen, wo jeder viel lernt, dass wir das Ganze auf ein bisschen andere Art und Weise nochmal starten und quasi so eine zweite Mastermind-Gruppe gründen, wo ja, wir dir die Möglichkeit geben, da mit teilzunehmen. Und in dem Video, da ich sagen, sprechen wir jetzt einfach mal so ein bisschen drüber, was die Vorteile von so einer Mastermind-Gruppe sind, was man da alles rausziehen kann und was der Inhalt ist, beziehungsweise wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, wie wir das organisieren und aufbauen. Robert. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee, was wir beide da jetzt gehabt haben, weil ich bin ein Verfechter doch, also man sagt zwar das Online-Marketing, man hat nicht den persönlichen Kontakt so, aber ab einem gewissen Level brauchst du den persönlichen Kontakt. Also das ist irgendwie so, dass man fängt an, einfach Videos anzuschauen, Kurse sich anzuschauen, dass man auf einem gewissen Level ist. Und dann, wie es heute schon ein Teilnehmer von uns gesagt hat, und dann bist du auf einem Level, wo du eigentlich nicht mehr so steigen kannst, aber genau nur ein Punkt bringt dich extrem voran. Und der Punkt entsteht in so persönlichen Gesprächen wie jetzt, Ja. weil da redest du ja genau um dein Thema jetzt. Und genauso in so Mastermind ist ja so, du kommst ja mit Leuten zusammen, die dich verstehen, die dein Thema verstehen, vielleicht sogar dein Problem und genau das lösen, weil du in dem jetzt drin steckst. Und ich sage auch immer, geht's auf Events Ja, auch und ein wichtiger Punkt. weil man hört da einfach die anderen zu, die Sprecher, und man kann auch mit denen reden und vor allem die Teilnehmer. Und am intensivsten ist natürlich so ein Mastermind, weil da gehst du direkt in dieses Thema rein und einfach den Fokus, was die Leute da so mitbringen, einfach den anderen anzuhören, weil jeder geht an sein Business anders heran. Natürlich, ich habe jetzt gemerkt, für mich selber ist zum Beispiel von dem, wie er da rangeht, für mich passt das gar nicht. Aber zum Beispiel vom anderen nehme ich was mit. Und wenn du nur aus so einem Mastermind nur eine Idee mitnimmst, Gold wert oft. Und genau das ist ja der Punkt. Mir war das, ich habe dich jetzt schon öfters eingeladen und wir haben jetzt das Treffen schon mehrmals gehabt. Jetzt mal mit ein paar anderen Leuten und das ist ja schön gewachsen. Beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe, war mir, ich habe schon eine Richtung gehabt, in die wo es gehen soll, aber da war mir das noch gar nicht so sehr bewusst, wie wertvoll diese Treffen sind. Und wie du es dazu schon gesagt hast, es ist natürlich wichtig, dass man sich selbst erstmal eine gewisse Grundlage aneignet, das kann man mit E-Books, mit Videokursen machen, dann natürlich Seminare ist ein Punkt da, wo ich schon persönlichen Kontakt habe. Und das war ja der Fokus für mich, für dieses Mastermind-Treffen, beziehungsweise für diese Art von Treffen, dass wir zum einen, dass jeder aus seinem Bereich was vorstellt, was ist neu, welche Tools setzt man ein, welche Strategien funktionieren und auch, dass man sich bei bestimmten Problemen hilft. Zum Beispiel Thema Mitgliederbereich. Beim letzten Treffen habe ich dir da ein paar technische Sachen mit einem E-Mail-Marketing-Provider umgesetzt und du hast mir an einem anderen Punkt geholfen und so kann man sich gegenseitig helfen und kommt einfach wieder eine Ebene weiter. Und ich glaube, es ist einfach nochmal was anderes, wenn man jetzt hier so ein Treffen hat mit lauter Leuten. Man pusht sich einfach gegenseitig, man lernt auch die Menschen genauer und besser kennen und ich denke, dass das schon ein bisschen ein kleines Erfolgsrezept ist, weil wenn du in deinem privaten Umfeld bist, da versteht ja keiner so wirklich, was wir in dem Internet-Marketing, in dem Online-Marketing-Bereich wirklich tun. Und so kann man sich halt da wirklich cool mit der Thematik auseinandersetzen und es ist trotzdem nicht stressig, man ist in angenehmer Atmosphäre. Auf Das ist jeden so Fall, der Punkt. du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den will ich jetzt aufgreifen. Das ist eine Ebene weiter. Ja. Es ist von den Zuhörern, von den Zuschauern, da findet sich wahrscheinlich jetzt jeder wieder. Das habe ich so gehabt, das hast du so gehabt. Du kommst auf einen Punkt und sagst, es geht nicht weiter. Ja.
ist das lauter Scheiße, was ich hier mache? Soll ich aufhören? Soll ich wieder irgendwo anders ran? Und dann ist es einfach wichtig, also ich mache das oft so, wenn ich an einem Projekt hänge und es geht nicht mehr weiter, ich stehe auf, mache Pause, gehe nach einer Stunde wieder ran oder am nächsten Tag oder so. Und wenn man überhaupt nicht auf eine Lösung kommt oder irgendwie, da ist einfach so ein Mastermind. Einfach, oder ab und zu greife ich auch zum Hörer, ruf dich an, ruf jemanden an und in so ein Mastermind kennst du. Weil man sich halt dann kennt und dann ist es viel einfacher miteinander zu telefonieren. Eben, du lernst dann einfach Leute kennen, die du vorher nicht gekannt hast und dann weißt, der ist genau in diesem Gebiet perfekt. Und wenn jetzt, ich weiß, dass du im Member-Bereich und immer Marketing-Klick-Tipp sehr affin bist. Ich kenne mich zwar aus, aber nicht so in die Tiefe. Wenn ich was nicht weiß, ich rufe dich an. Ja. Und dann sagst du mir, magst du das? Dann mache ich das. Und sonst hänge ich da, was weiß ich, vielleicht 2 Tage fest und bin frustriert, aber so weiß ich das, okay, das mache ich. Oder wie man beim letzten Mastermind, hast du das mit mir umgesetzt. Das steht und das funktioniert. Und der Punkt ist ja der, wie viel Zeit hättest du braucht, wenn du das jetzt alleine gemacht hättest? So, wir sagen in Bayern durchgewurstelt, also so durchgemogelt. Und um das geht es ja letztendlich, dass man wirklich effektiv ist. Und das geht halt nicht, wenn man nur immer alleine im Büro oder zu Hause, im Laptop auf der Couch, so schön wie das alles ist. Aber wenn man dann eine gewisse oder in einer Gruppe beieinander ist, dann kannst du eben genau sowas machen. Und das war einfach die Art oder die Philosophie, was ich mir da gedacht habe, dass man dann auch nicht nur quatschen tut, sondern wirklich auch handelt, das heißt die Sachen umsetzt. Weil wenn ich dir da direkt was umsetzen und lösen kann, und das ist wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Stunde oder 20 Minuten? Das war super. Und das ist einfach toll. Und ich glaube, so kann jeder jedem auf die Art und Weise helfen. Aber ich würde sagen, jetzt werden wir einfach ein bisschen konkreter, was wir uns ausgedacht haben, damit du vielleicht weißt, ob das etwas ist oder nicht. Punkt ist der, ich organisiere Mastermind-Treffen für ganz, ganz coole und erfolgreiche Internetunternehmer und da sind die Plätze natürlich begrenzt, weil ich das nicht mit 20 oder 25 oder noch mehr Leuten mache, weil das wäre einfach zu viel. Ja. So 10 bis 15 Leute, das ist in Ordnung und das steht auch so und das ist in Ordnung. Und jetzt musste ich leider einigen doch immer wieder mal absagen, weil ich halt die Plätze nicht mehr gehabt habe. Und aus dem Grund haben der Robert und ich jetzt gesagt, wir gründen da quasi nochmal eine zweite Gruppe, da wo es halt vielleicht jetzt auch ein bisschen leichter ist reinzukommen, weil wir das jetzt halt neu starten. Und Zielgruppe bist du als Internetunternehmer, Internetmarketer oder auch der Robert kommt aus dem Einzelhandel, du hast einen Getränkemarkt, also auch Offline-Unternehmer, die im Internet was machen und bewegen wollen. Du solltest schon gewisse Vorkenntnisse haben und schon in dem Bereich ein bisschen tätig sein, weil du sollst dich ja mit den anderen auch austauschen und kommunizieren können. Also was kurz einzuhaken, was mir aufgefallen ist, wenn jetzt jemanden zum Beispiel aus einem klassischen Finanzbranche kommt oder Versicherungsmakler und geht ins Internetmarketing, der hat ganz anderen Fokus, ganz anderes Mindset, wie zum Beispiel jemanden, der wo einfach aus einem Handwerk kommt. Ich habe gemerkt, dass oft da eine Distanz gibt, wo der eine sagt, das geht doch ganz einfach so, dann sagt der andere, ja, so geht es aber nicht, weil es einfach zwei verschiedene Bereiche sind. Ja. Und da muss ich sagen, kommt natürlich mein Verständnis vom Einzelhandel, vom Handwerk irgendwo da mit rein. Ich kenne mich im Internetmarketing sehr gut mittlerweile aus und auch einfach vom Einzelhandel, vom Handwerk her, dass man das verbinden kann auch. Wie wenn ich jetzt mit normalen Handwerker rede, der wo im Internet keine Ahnung hat, der versteht mich teilweise auch nicht. Ja. Weil der auch die Möglichkeit nicht hat. Deswegen ist es auch wichtig, dass der, wo bei uns teilnehmen will, nicht der absolute Anfänger ist, sondern einfach schon Ahnung hat. Das ist das Wichtige dabei. Also ganz klar, um das auch abzugrenzen, das ist keine Schulung für Einsteiger, sondern das ist ein Treffen, wo
wir uns auf die nächste Ebene heben möchten, wo man sich austauscht, da wo man sich gegenseitig kennenlernt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und genau das ist der Fokus. Aber das Interessante dabei ist jetzt, wir sind jetzt hier zu zehnt und das sind ganz verschiedene Persönlichkeiten, von jemand, der wo 5.000 Euro verdient, bis jemand, der wo 50.000 Euro im Monat verdient. Und trotzdem hat jeder für jeden irgendwo einen Tipp, weil jeder in einem anderen Bereich da ist und man kann voneinander profitieren. Also ganz wichtig, wenn du jetzt noch keine Vorkenntnisse und auch keine konkrete Idee hast, dann bist du nicht der Richtige für dieses Event oder für diese Treffen. Wenn du aber schon gewisse Basics hast, auch schon erfolgreich bist im Internet, dann ist genau das Treffen, denke ich mal, das Richtige, weil wir dich mit anderen Unternehmern zusammenbringen und selbst unseren Input mit reinbringen und konkret vier Dinge, oder waren es fünf Dinge? Vier Dinge, jetzt muss ich schauen, dass ich es auswendig zusammenbringe. Erster Punkt ist, du darfst dich, dein Produkt, dein Projekt, deine Idee vor der Gruppe vorstellen. Damit sammelst du vielleicht auch ein bisschen Bühnenerfahrung vor, falls du noch nicht vor Leuten so gestanden hast. Der zweite Punkt ist der, dass wir uns gegenseitig austauschen über News, über aktuelle Online-Strategien, was funktioniert, was funktioniert nicht. Punkt 3 ist, dass wir uns gegenseitig bei Problemen helfen, so wie wie es mir vorher gerade schon erklärt haben, mit dem Mitgliederbereich jetzt als Beispiel oder auch dann in anderen Bereichen, und wir werden euch da natürlich oder dich dabei unterstützen. Und der vierte Punkt ist, Robert, Spaß. Das ist ja ganz wichtig, aber Spaß entwickelt sich dabei so auch, und vor allem ist das halt auch für das Mindset dann wichtig, weil du lernst was, und wenn du in der Entspannungsphase, das ist der Spaß dabei, ja, auch praktisch der nicht zu knapp kommt, dann ist das Gelernte, wird viel besser manifestiert bei dir. Spaß, ja, und Arbeit zu verbinden, dann bleibt das auch. Das ist einfach toll, und ich habe das immer so probiert, dass ich das auf den Treffen, die wo ich organisiere, immer irgendwas mit reinbringe. Ich glaube, beim ersten Treffen sind wir Go-Kart gefahren. Das war ganz cool. Jetzt beim zweiten Mal weiß ich es, beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Da waren wir in Fügen, da sind wir auf dem Berg rauf, haben einen kleinen Ausflug gemacht, genau, und sind, ja, sind mit den Turner- oder Bergschuhe eine Skipiste runter, das wo er mein Zuhause ist als Skifahrer, ja, und wo ich mich eigentlich jetzt am meisten drauf freue. Wir, ja, sind jetzt hier in Mallorca auf der Finca. Ich zeige nachher kurz einmal rum, dass ihr die Finca auch seht. Wir werden morgen Nachmittag zum Flyboarden gehen. Falls du nicht weißt, was das ist, einfach mal in Google Flyboard eingeben. Das ist eine total witzige, super, und sportliche, ich freue mich auch Sache. Schon voll. Ich denke, jeder von uns wird ein bisschen Wasser schlucken. Das kann sein. Aber um das einfach abzurunden, wir werden da ganz intensiv arbeiten. Aber auch, wenn man so jetzt locker auf der Couch sitzt, fachsimpeln. Und das ist einfach eine coole Kombination, wo man am Ende des Tages nicht ausgelaugt ist, sondern trotzdem noch Power und Spaß hat. Ich denke, wir haben jetzt so ziemlich alles gesagt. Irgendwo unterhalb von dem Video, rechts oder links neben dem Video, haben wir Informationen dazu gepackt, wo du dich ganz genau informieren kannst, wie oft starten wir dieses Mastermind, wie viele freie Plätze gibt es aktuell noch, wo wird es stattfinden, wie viele Tage. Ich denke so, was wir jetzt geplant haben, ist ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Sonntag, optional Donnerstag bis Sonntag, das von der Anreise her auch einfach ist. Egal wo auch immer du jetzt bist, in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, wir werden unsere Treffen immer irgendwo an Flughafennähe machen, damit du entweder per Autobahn oder auch mit dem Flieger gut hinkommen kannst. Aber wie gesagt, alle Informationen findest du irgendwie entweder unter dem Video oder gibt es einen Link hier in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das dann alles nochmal anschauen. Und ja, wir müssen jetzt auch wieder hoch. Jetzt gibt es, glaube ich, gibt's Nudeln Essen, oder ja, aufgewärmte Nudeln von gestern. Die waren ganz gut. Und dann heute auf die Nacht werden wir ein bisschen Party machen, werden ein bisschen fortfahren und morgen eben Flyboarden und dazwischen natürlich jede Menge Netzwerken und uns noch austauschen. Was ich noch kurz sagen will, also das Wichtige ist, bei diesem Vorhaben, was wir sagen, wir wollen dich mit uns allen zur nächsten Ebene, zum nächsten Level führen, um vielleicht hast du dann auch Interesse zu dem anderen Mastermind, also zu dem, wie nennen wir es denn, zu dem großen Mastermind zu kommen, weil hier werden die Leute schon wirklich dann ausgesucht,
dass das bei uns auch irgendwo das Level dann auch passt. Und es kann auch jemand natürlich kommen, der natürlich die Ahnung hat von dem Ganzen, also zum Mastermind, was wir jetzt anbieten, der natürlich noch kein Geld verdient, geht auch, aber wichtig ist einfach die technische Voraussetzung, also die Ahnung einfach schon hat. Das wollte ich jetzt bloß noch hinzusetzen. Das ist ja oft genau das Problem, dass es gibt so viele talentierte Jungs und Mädels da draußen, die wo Ahnung haben, die wo sie mit der Technik auskennen, auch mit dem Marketing, aber einfach, ich sag's immer so, die PS nicht auf die Straße bringen. Und mir ist es ja am Anfang selbst so gegangen, und wenn man die ganzen höchst erfolgreichen Leute anschaut, dann gibt es immer wieder mal ein paar Projekte oder Punkte, wo es einfach nicht so klappt. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man mit unserem Gefühl, das, was wir mittlerweile dafür entwickelt haben, vielleicht genau mit dem einen Punkt dann hat die Änderung herbeiführen. Das ist einfach, manchmal nur eine Stellschraube, ja. Passt, super, haut hin, Verkäufe gehen ab durch die Decke. Ja. Haben wir schon oft mitbekommen. Ganz abschließend, ich möchte das Video jetzt gar nicht zu lang führen, aber wir haben gerade jetzt, genau bevor wir jetzt gerade dieses Video drehen, haben wir so eine ganz intensive Einheit gemacht. Da haben wir uns alle zusammengesetzt und jeder hatte 2 Minuten Zeit, sein aktuell größtes Problem zu definieren. Und dann hat die ganze restliche Gruppe, jeweils jede Person, 2 Minuten Zeit gehabt, eine Idee oder einen Input dazu zu geben. Und letztendlich habe ich von 9 verschiedenen Leuten jetzt eine konkrete Idee oder einen Gedankenansatz zu genau meinem Problem bekommen und kann mir jetzt Gedanken machen, und ich weiß schon genau 2 oder 3 Punkte, die wo ich da jetzt konkret umsetze. Das ist auch was wir einbauen werden, und jetzt allein diese paar Minuten, da wo es jetzt halt um mich gegangen ist oder auch um die anderen, da lernt man auch was, haben mir so viel gebracht. Allein das war für mich das ganze Treffen schon wert. Gut, für mich ist es erst ein bisschen mehr Arbeit, weil ich organisiere das Ganze, aber jetzt einfach mal im Fokus vom Teilnehmer. Ja, aber du hast 9 sehr hochqualitative Antworten, Feedbacks bekommen, und genau das werden wir in den neuen Mastermind mit einfließen lassen, weil das wirklich extrem gut ist. So, aber jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, weil da oben steht unser Koch und der winkt uns schon, weil wir müssen jetzt zum Essen, bevor es wieder kalt wird. Genau. So, ich sage danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Wenn das Thema was für dich ist, klicke auf den Link, schau dir das Ganze an, und du kannst uns auch gern kontaktieren. Wir können da gern mal drüber telefonieren oder sprechen, was wirklich nur genau dahinter steckt, ob das was ist für dich oder nicht. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt Ciao sagen, oder wie sagt man auf Mallorca? Oh, ich weiß gar nicht, wie. Ja, ich bin jetzt auch... Also Hola heißt Hallo und Ciao, sag mal einfach Ciao. Nein, wir machen das, wenn man das bei uns in Bayern sagt. Okay. Servus. Servus.